Du kannst dann die Kisten abbauen. Die können wir doch stehen lassen. Ja, stimmt. Die Türen kannst du zum Beispiel auch drinnen lassen. Die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. So, und dann lasse ich auch mal Holz da. Ich habe gesagt, wenn wir jemals so einen Dungeon looten wollen, machen wir vorher in die Nähe Betten. Ja. Sagst du an, welche Richtung? Ein bisschen weiter links und perfekt. Gut. Und warte kurz einmal. Ah, hat sich dein Kopf wieder gedreht. Mhm. Ich dachte als erstes, du fährst schief, aber nein, mein Kopf hat sich angedreht. Ich würde gerne einsteigen. Ey, jetzt nur noch nach Hause und ja. Wir fahren perfekt gerade auf nach Hause zu. Dann erstmal neue Rüstung machen. Kommt das denn jetzt für die letzten 15 Minuten oder so? 45 Minuten ist er noch an. Ach, meine ich auch 45 Minuten. Sorry, musst du noch eine Bewerbung schreiben, konnte leider heute nicht früher. Kein Problem. Hast nicht viel verpasst. Nur, dass ich die Kabel geklappt habe. Die wurde jetzt gerade. Was habe ich nur verpasst? Ich bin bei 35 Toten. Ui! Ja, schön. Ike hat dich überholt. Nee. Ich fehlen noch zwei, damit ich ihn überhole. Ach, und ich hab einen lustigen Funfact für dich. Guardians machen 9 Herzen Schaden, wenn du keine Rüstung anhast. Ah, okay. Warte mal kurz, Justin. Das muss aber nicht an dem Level-Plugin liegen, sondern der Server läuft auf hart. Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass die 9 Herzen Schaden machen dann. Ich glaube, das ist eine Zusammenspielung aus den beiden. Darko, du bist ja zu Hause, oder? Jein. Was heißt Jein? Unter Tage gerade. Könntest du trotzdem mal ganz kurz googeln und gucken, was die Guardians auf der Schwierigkeitsstufe hart an Schaden machen? Kann ich auch eben machen. Oder du. Ich hab wirklich schon offen. Mal kurz. Ike? Ja? Mal nur so eine Frage. Wegen Level wegen mehr Herzen. Wer hätte noch so eine Idee, wenn du offen dafür wärst? Können wir dann reden, wenn die Aufnahme zu Ende ist, okay? Also ja. Der Laser macht auf hart 9 Schaden, das sind 4,5 Herzen, und die Spikes machen 3 Schaden, also 1,5 Herzen. Okay, also dann ist das kombiniert mit dem Level-Plugin. Ja, 9 Damage, also 4,5 Herzen, war schwer, hab ich auch gerade. Dann ist das kombiniert mit dem Level-Plugin. Ist ja auch einerseits nicht schlecht, Ark. Nö, das macht's ja umso spannender. Oh, eine Zuckerrohrfarm. Da müsste man eigentlich wirklich dieses Binding, die Binding-Verzauberung drauf haben, dass man das sein Zeug, das Wichtigste wenigstens, wirklich immer wieder im Inventar hat. Soul Binding. Ja. Wer hat denn die Zuckerrohrfarm gebaut? Eine Frage. Ich. Eine wichtige Frage, ja. Eigentlich. Von Sachen, die Werte das Dings, die Slime Balls im Inventar. Darko hatte die. Okay. Nee. Doch, ich habe dir meine Slime Balls zugeworfen. Ach so. Ja, ich habe sie aber nicht mehr im Inventar. Habe ich sicherlich irgendwo reingelegt. Aber es geht darum, dass wir jetzt, ob sie die jetzt verloren haben oder nicht bei unserer Todesaktion. Glaube ich nicht. Darko? Ja. Du weißt schon, dass du, so wie du deine Zuckerrohrfarm minimal ineffizient gebaut hast. Verbessere mich. Ich würde über die Wasserquelle noch Blöcke drüber setzen, weil das hundertstel Item könnte aus Versehen in einem Wasser landen. Wegen dem eben Zuckerrohr geht's ja dann weiter. Und ich sag nur so, Justin, die Schiene ist ja genau daneben. Die sammelt auch die Blöcke rechts und links von sich ein. Soll ich das testen?
Kannst du eigentlich, müsste sie das auch daneben einsammeln. Ein Korinthenkacker. Nein, sammelt's nicht. Ich habe da gerade ein Holz reingeworfen und nein, das sammelt's nicht. Weil das Item auf dem Wasser schwebt und nicht in der Ecke bleibt. Also. Ja gut, bisher ist es halt echt noch nie passiert. Nee, ich sag ja nur, es könnte beim 100. Item oder beim 1000. Item mal eins daneben. Ich habe ja gesagt, es ist etwas ineffizient. Ich weiß nicht, wie mein nächsten Troll an Justin mache. So einfach eine komplett ineffiziente Joker-Error-Farm. Das ist kein Troll, da freut er sich doch, weil er die umändern darf. Ja. Ich verweise ihm, bis er daran geht. Kann halt wieder mit Redstone arbeiten. Ja, und außerdem kann ich dann wieder klug scheißen. Ich baue einfach eine Sugarcane-Farm, wo der Sugarcane so lange in dem Wasserstrom hin und her transportiert wird, dass er vorher despawnt. Solange das Zuckerrohr sich bewegt, despawnt es nicht. Hier CO2, das war das Tor, was ich gefunden hatte. Als ich hier nochmal rübergefahren bin, habe ich es gesehen. Auf meiner Singleplayer-Map habe ich auch so ein Riesentor. Das habe ich auch mal komplett abgebaut. Dass mir fällt man irgendwie in der Möglichkeit ein, eine Sugarcane-Farm so zu bauen, dass sie so ineffizient ist, dass das Sugarcane vorher despawnt, bevor es ankommt. Ja. Du setzt kein Mica drunter. Nee, ich meine jetzt anders. Also ich meine wirklich so komplett so aufbauen, dass es einfach despawnt. Ist so, du setzt, baust eine Zuckerrohrfarm, aber anstatt Mica drunter zu setzen, nimmst du den Wasserfluss, also die 8 Blöcke, und den 9. Block setzt du an kein Hopper hin, sondern lässt es ganz normal Stein, Dirt oder sonst was. Und dann spawnt das dort. Und ist dir mal aufgefallen, dass wir jetzt an übelst vielen versunkenen Schiffen vorbeigefahren sind? Ach, ja. Seid ihr gerade auf Wandertour? Nee, wir sind unsere auf dem Weg zurück. Wir hatten unser Zeug verloren, weil wir bei einem Tempel gestorben sind. Ein bisschen mehr links. Stopp. Schön, dass einer, glaube ich, die Koordinaten weiß, oder? Nee, Lodestone-Kompass. Ah. Naja, die Koordinaten sind ja easy. 8000 und, minus 8000 und 6000. Minus 9000 und 6500. Da, wo du jetzt bist. Ne, da, beim Verzauberungstisch, also der Mittelpunkt. So, oh Gott. So mache ich dann noch die restlichen 13 Minuten in der Folge. Nach Hause fahren. Ja, das sitzt sowieso, es wird eine reinste Ich fahre nach Hause Folge. Schön. Ich richte mein Haus ein. Immer recht. Lass das mal jetzt geradeaus fahren. Okay. Das Ding ist halt da exakt auf meine Karottenfarm in meinem Haus programmiert. War geeignet. Ja, wir sind da hier schon beim Tannenbaumwald, der bei uns ist. Das müsste zumindest der sein. Das ist der hinter Dark. Das ist der hinter Darko ist. Auch die Karottenfarm unter die bei mir im Haus ist. Ich hab mit Nee, warte mal. Weiter. Wir müssen weiter in die Richtung. Doch, das ist das Ding, was hinter Darkos Haus ist. Ja, da vorne ist die Kante. Da müssten wir jetzt gleich das Haus sehen. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Nee, ich vertue mich. Wir müssen ein bisschen weiter. Also ihr müsstet eigentlich theoretisch irgendwo bei meinem Haus rauskommen oder hinter meinem Haus. Wir müssen weiter. Das stört mich jetzt aber komm. Also wir sind gleich bei minus 9000 plus 6000 und da ist nichts von Darko, seinen Koordinaten zu sehen. 6500. Also mein Kompass ist vernünftig drauf eingestellt, also der ändert nicht spontan seine Koordinaten. Sicher? Ja. Das ist unsere Ecke hier, Ike. Das ist unsere Kante. Ja, also sag ich doch, minus 8000 und plus 6000.
Ja, gut, minus 8880 rundet man auf 9000. Nö, ich nicht. Nö. Vor allem nicht bei solchen vierstelligen Koordinaten. Das würde ich ja auch nicht machen. Ja, aber du rundest es ab auf 8000. Ja. Das ist ja noch falscher. Nö. Ansatzweise. Da komme ich hinter meinem Haus raus. Was kommt auch raus, Alk? Da komme ich hinter meinem Haus raus. Genau da, wo ich hin will. So, jetzt geht aber erstmal das andere hier wieder los. Wasserzeug. Da. Phantomhaus kommt. Fehlen mir noch ein paar Kisten. Erst mal dahin. Meine Dias. Und ein paar Emeralds. So, ich hab doch aber hier noch eine Ersatzbrustplatte. Scheiß Mistfliege. Wir sollten mal eine automatische Holzfarm bauen. Was bringt die? So viel Holz braucht man gar nicht mehr. Ich brauche noch Holz. Bist du echt der Einzige? Das einzige Holz, ich wollte gerade mein Lager im Dachgeschoss einrichten. Das einzige Holz, was ich brauche, ist aus dem Nether. Und außerdem brauchst du doch noch das Holz für Hopperstraßen, wenn du die irgendwann mal brauchst. Zum Beispiel. Ja, aber Justin, wieso brauche ich da extra für eine automatisierte Holzfarm? Ganz ehrlich, wir haben hier ein Plugin drauf, den man links. Ja, ich weiß, aber ich bin ein fauler Mensch. Also ich bin auch faul, aber nicht so faul. Fauler geht's immer. Okay, also ich habe jetzt in den Option grad Hostel-Kreaturen runtergedreht. Passiert nichts. Friendly. Ah. Nicht Hostel, friendly. Wow. Oh, dann höre ich ja die Kühe und Schafe nicht mehr. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja. Warum ist das Minecart so laut und alle anderen Tiere dann so extremst leise im Game? Das ist der Assi. Bei mir ist das nicht so laut, ehrlich gesagt. Bei mir sind Kühe und Minecart gleich laut. Nö, bei mir nicht. Möchte einer von euch einen Lodestone-Kompass haben? Ich habe jetzt zwei. Nee, ich brauche keinen. Ich habe meine Cordis. Ja, okay, dann habe ich einen auf Ersatz. Ich brauche Schuhe. Ich brauche eine neue Axt. Ich habe halt wirklich deine Schuhe. Kann es sein, dass du Blast Protection 2 auf deinen Schuhen hattest? Guck mal bei den Villagern. Weil ich habe Blast Protection 4 auf meiner Hose gehabt, da hatte ich was anderes auf den Schuhen. Warum? Das weiß ich Kompass nicht. Kompassiert ihr ich glaub, eigentlich? Ich glaube, deine Brustplatte als. Meine, so eine Frage: Welche Sachen kompassiert ihr eigentlich? Seeds. Ah. Und dann verkauft ihr das, oder? Ike, bist du gerade bei den Villagern oder auf dem Weg? Mir kann man nicht verkaufen. Ja, ich bin bei den Villagern. Ich hab gedacht, das könnte man. Sag mal, Dako! Ich wusste nicht, dass du so schnell bist. Die legen sich eh gleich hin. Ja, und du kannst trotzdem noch mit dem handeln. Ja. Kannst du dich kurz hinlegen? Nein. Handel doch danach. Weil dann laufen sie dir nicht immer weg. Die laufen doch eigentlich nicht weg, die legen sich doch irgendwo dann wieder hin, oder? Das meine ich mit weglaufen. Achso. Was hab ich hier? Aqua Affinity. Ah,
Eigentlich macht es echt manchmal kompliziert. Protection, Protection. Kann sich einer von euch da dafür hinlegen? Ich bin gerade auf dem Weg zum Dorf. Als wenn wir hier gleich Dreierkuscheln machen. Ich muss neue Schuhe kaufen. Justin, kannst du dich hinlegen? Kann ich gleich machen, ja. Shit, ich brauch 26. Ich bin unterwegs mit 1,5 Stacks Emeralds, Ike. Meine 1,5 Sticks. Wann mal hast du den ganzen Loot eigentlich von der Farmtour? Dann krieg ich auch noch einiges. Krieg ich nämlich auch noch 32 Smaragd davon. Nee, hab ich nicht, die sind aus meiner Küste. Ja, aber hat Ike das dann gelootet oder hat es da gelassen? Was? Ich hab nur mein Zeug drin gehabt, was ich für mich behalten habe. Also die Prismarinblöcke. Meine Rüstung soweit. Oh, danke. Nee, eigentlich nicht deine Brustplatte, die ich anhab. Dann hattest du meine Schuhe, weil ich hab nur Protection 2 auf meiner Brustplatte. Ey. Ach, und was ist wahrscheinlich dein Minecart? Muss ein bisschen weiter. Sage mal. Protection habe ich auf meinem Helm gehabt. Ja, ich hatte aber von hier die Brustplatte und das ist einfach nur eine Protection 2 Brustplatte, die ich besaß. Projektil, Blast. Was war denn dann? Was hatte ich denn dann auf meinen Schuhen? Blast, Projektil, Protection. Fire Protection hatte ich dann da drauf. Ja, ist ja Latte. Ich fahr jetzt wieder zurück. Ich hab soweit alles, was. CO2, hast du Papier dabei? Ja, die waren wir. Hast du Papier dabei? Nee. Ich glaube sowieso, der hier ist fertig. Ich weiß nicht, ob du ihn behalten willst. Dein Ernst? Ach, da. Oh, was weißt du denn? Damit? Nicht komplett abbauen, das habe ich dafür halt, dass wir da auch noch mal ein bisschen Sugarcane haben. Scheiße, ich brauche ja mehr. Reicht doch nicht. Selbst wenn ich es komplett abbauen würde, hätte es nicht gereicht. Boah, muss ich jetzt ernsthaft wegen diesem bisschen Kacke wieder zurückfahren? Ja. Ja. Würde ich auch mal sagen. Das. Ich muss halt echt zurückfahren. Die kommt dahin. So, Das. Ja, ich glaube, ich mache jetzt jedes Mal, wenn der Server einmal online geht, so eine kleine Farming-Tour wie heute. Bist du schon wieder farmen oder warum? Nee, ich mach das nächste Mal. Weil ich mir so denke, jedes Mal so ein bisschen was an Dias und so versuchen zu finden, lohnt sich halt. Besonders wenn man sie gleich wieder verhaspelt. Ja. So, das dort hin.